Herzlich willkommen. Achtsamkeit ist ein aktuelles Trendthema. Aber was hat es damit eigentlich auf sich? Das schauen wir uns heute kurz an. Wir haben hier im Kanal zuletzt viel über Stress gesprochen. Und gerade beim Umgang mit Stress kann Achtsamkeit sehr hilfreich sein. Warum das so ist, schauen wir uns auch heute kurz an. Achtsamkeit kann man am ehesten als einen Zustand beschreiben. Und was diesen Zustand ausmacht, ist vor allem, dass wir ganz bewusst im Hier und Jetzt sind. Um zu verstehen, was damit gemeint ist, könnt ihr eine kleine Übung machen. Ihr stellt euch einen Timer auf 5 Minuten, dann setzt ihr euch bequem hin, ihr schließt eure Augen und dann beobachtet ihr mal 5 Minuten lang einfach nur euren Atem. Ihr spürt ganz bewusst, wie die Luft durch die Nase einströmt, wie sich eure Brust und euer Bauch weiten, wenn sie sich mit Luft füllen, wie sich Bauch und Brust beim Ausatmen wieder senken, wie die Luft durch die Nase herausströmt. Und das macht ihr mal für 5 Minuten. Und wahrscheinlich werdet ihr schon nach wenigen Sekunden merken, wie euer Gehirn anfängt sich zu langweilen und nach Ablenkung sucht, wie ganz viele Gedanken in euer Bewusstsein strömen. Dinge aus der Vergangenheit, die euch noch beschäftigen, eure Pläne und Fragen und Sorgen rund um die Zukunft, all das drängt in euer Bewusstsein und holt eure Aufmerksamkeit weg von eurem Atem. Und ihr seid nicht mehr präsent in der Gegenwart, sondern ihr verliert euch gedanklich in Zukunft und Vergangenheit. Und das ist ein Phänomen, das wir den ganzen Tag über erleben. Bei so ziemlich allem, was wir tun, sind wir gedanklich eigentlich ganz woanders. Und bei Achtsamkeitsübungen versuchen wir dagegen anzugehen und wir versuchen davon wegzukommen. Das heißt, bei dieser kleinen Atemübung versucht ihr, diese Gedanken ganz bewusst vorbeiziehen zu lassen und zur Beobachtung eures Atems zurückzukehren. Das heißt nicht, dass ihr diese Gedanken verdrängt oder unterdrückt. Ihr nehmt schon ganz bewusst wahr, was sind das für Gedanken, die da in mein Bewusstsein kommen, was habe ich da für Ideen, was habe ich da vielleicht für Sorgen etc. Aber ihr steigt da nicht drauf ein, ihr verfolgt diese Gedanken nicht weiter, sondern ihr lasst sie vorüberziehen und führt eure Aufmerksamkeit sanft zurück zu eurem Atem. In solchen Achtsamkeitsübungen wird die Achtsamkeit trainiert, aber das Ziel ist natürlich, dass ihr im ganz normalen Alltag, dass ihr quasi permanent eine achtsame Haltung aufrechterhalten könnt und dass ihr mehr und mehr im Jetzt, im Hier, im aktuellen Moment präsent seid und immer weniger euch in diesen Gedanken verliert. Ein weiterer wichtiger Aspekt einer achtsamen Haltung ist es, nicht zu werten. Ohne dass es uns bewusst ist, filtern wir unsere Wahrnehmung permanent nach Dingen, die uns gefallen, Dingen, die uns nicht gefallen und nach Dingen, die unwichtig sind, die blenden wir dann aus. Und bei Achtsamkeitsübungen versuchen wir das so ein bisschen abzustellen. Achtet vielleicht mal bei ganz normalen Alltagstätigkeiten darauf, wie viel Raum diese Bewertung in eurem Bewusstsein einnimmt, wenn ihr zum Beispiel eine lästige Arbeit macht, wie stark euch dabei präsent ist, dass das langweilig ist, dass das unangenehm ist, dass ihr eigentlich was anderes machen wollt, wie viel Raum in eurem Geist das einnimmt. Und bei Achtsamkeitsübungen versuchen wir eben, das Hier und Jetzt einfach nur wahrzunehmen und zu beobachten, ohne da direkt eine Bewertung drauf zu drücken und dann gedanklich abzuschweifen. Die Achtsamkeit ist ein Konzept, das ursprünglich aus dem Buddhismus stammt. Ihr könnt aber Achtsamkeit trainieren, ohne jeden Bezug zu religiösen Lehren. Das kann man auch komplett losgelöst davon machen. Bei der Verbreitung von Achtsamkeit im Westen und ganz besonders im medizinischen Bereich hat ein gewisser John Kabat-Zinn eine große Rolle gespielt. Kabat-Zinn hat 1979 in Amerika
da die Stress Reduction Clinic gegründet, die dem Medical Center der University of Massachusetts angeschlossen ist. Und in dieser Stress Reduction Clinic wird Achtsamkeit verwendet, um Patienten mit schweren Erkrankungen, oft mit chronischen Schmerzen, dabei zu helfen, mit ihrer Situation zurechtzukommen. Und Jon Kabat-Zinn hat dazu ein Programm entwickelt, das sich Mindfulness-Based Stress Reduction nennt, kurz MBSR, also achtsamkeitsbasierter Umgang mit Stress. Und dieses MBSR-Programm ist sehr populär, heute sehr weit verbreitet, auch hier in Deutschland, und ist ein beliebtes Hilfsmittel für den Umgang mit Stress. Aber warum hilft Achtsamkeit gegen Stress? Das Ziel ist ja, wie ich schon erläutert habe, diese achtsame Haltung sich anzueignen. Die Reduzierung von Stress ist da eigentlich eher ein positiver Nebeneffekt. Überlegt mal, wo spielen sich eure ganzen Sorgen und Ängste und Nöte und Probleme und schwierigen Gedanken, wo spielt sich das alles ab? In der Regel in der Vergangenheit oder in der Zukunft, selten im aktuellen Moment. Das heißt, indem ihr im aktuellen Moment präsent seid, könnt ihr euch da ein bisschen von lösen. Stellt euch vor, ihr könnt einfach nur euer Mittagessen ganz bewusst essen, ohne dass ihr dabei dieses unangenehme Gespräch mit eurem Chef nochmal durchleben müsst. Stellt euch vor, ihr könnt einfach nur ganz bewusst die Straße entlang gehen, ohne dass ihr dabei in Gedanken die ganzen Arbeiten vor euch seht, die ihr an diesem Tag noch zu erledigen habt. Das würde doch schon mal viel Anspannung aus der ganzen Sache rausnehmen. Bei den Achtsamkeitsübungen an sich ist es so, die dienen auch eigentlich nicht der Entspannung, werden aber von vielen Praktizierenden als sehr entspannend erlebt, und damit schaffen diese Achtsamkeitsübungen, wenn man die regelmäßig macht, natürlich auch kleine Inseln der Erholung und Entspannung im Alltag. Ich hatte euch in meiner Reihe Umgang mit Stress ein klassisches Stressmanagement vorgestellt. Und MBSR bzw. Achtsamkeit funktioniert sehr gut zusammen mit diesem klassischen Ansatz, und das ergänzt sich sehr gut. Ich hatte euch ja in den Videos immer wieder aufgefordert, bewusst auf etwas zu achten, euch etwas bewusst zu machen, zum Beispiel bewusst wahrzunehmen, wenn ihr Stresserlebnisse habt, Erholung und Entspannung bewusst zu erleben oder euch die Gedanken und Gefühle bewusst zu machen, die ihr in stressigen Situationen habt, und die Selbstbeobachtung und das bewusste Wahrnehmen, dass man bei der Achtsamkeit trainiert, hilft euch dabei natürlich sehr und unterstützt euch dadurch und hilft euch, solche Dinge bewusst wahrzunehmen. Ein großes Problem bei Stress ist ja auch generell, dass wir da einfach so ein bisschen den Bezug zu uns selbst verlieren, dass wir unsere Bedürfnisse nicht richtig wahrnehmen, dass wir uns selbst überfordern und das gar nicht merken, und dass uns das Problem dann zum ersten Mal bewusst wird, wenn dann irgendwann der große Zusammenbruch kommt. Und eine achtsame Haltung, bei der wir auch uns selbst natürlich dann sehr bewusst wahrnehmen, kann da natürlich helfen, solchen Problemen vorzubeugen, und kann da sehr gut unterstützen. Ich hatte euch ja auch empfohlen, euch mal progressive Muskelentspannung oder autogenes Training anzuschauen und eine solche Entspannungstechnik zu erlernen. Und auch beim Erlernen dieser Entspannungstechniken kann es helfen, wenn ihr euch ein bisschen mit Achtsamkeit beschäftigt und Achtsamkeitsübungen gemacht habt, weil da natürlich euch diese bewusste Wahrnehmung des eigenen Körpers zugute kommt und euch hilft, diese Übungen durchzuführen.
Jon Kabat-Zinn hat mehrere Bücher geschrieben, die auch in deutscher Übersetzung verfügbar sind. Wenn ihr gerne mehr über Achtsamkeit lernen möchtet und auch lernen möchtet, wie ihr eure Achtsamkeit trainieren könnt, dann schaut ihr euch am besten im Alltag Ruhe finden an. Ich packe euch den Titel und einen Link zu Amazon auch nochmal in die Videobeschreibung. Weiterhin könnt ihr auch in Deutschland MBSR-Kurse besuchen. Die werden auch von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst. Fragt da am besten mal bei eurer Krankenkasse nach und ihr findet natürlich auch im Internet viele Informationen dazu. Es gibt auch hier direkt bei YouTube verschiedene Anleitungen für Achtsamkeitsübungen. Auch da setze ich euch ein paar in die Videobeschreibung, dass ihr das einfach mal ausprobieren könnt. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr vielleicht so für Erfahrungen mit Achtsamkeit gemacht habt und was ihr so von dem Konzept haltet. Wenn das Thema für euch interessant ist, werde ich da bestimmt auch in zukünftigen Videos nochmal ausführlicher drauf eingehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.